Servus, grüßt euch meine Freunde hier im nächsten Unboxing-Video und wenn ihr vielleicht dran geblieben seid, dann wisst ihr ja, ich mache heute einfach nur einen Teil 2 zum ersten Teil von unserem Goddess Story Trading Card Game, beziehungsweise ich finde eher, man sollte sagen Collectible Card Game. Wenn ihr Informationen zu dem Kartenspiel haben wollt, bevor ich jetzt die andere Hälfte von dem Booster aufmache, schaut euch auf jeden Fall Teil 1 an, die ersten paar Minuten, da erzähle ich euch Informationen. Und ansonsten, wie gesagt, würde ich hier direkt weitermachen mit dem nächsten Booster. Und ja, wir schauen einfach mal direkt, was dann als nächstes noch so drin ist. Und am Schluss macht man natürlich dann noch die Zusammenfassung. Ich habe mir nur einfach nur so gedacht, ich mache heute mal noch einen zweiten Teil aus Sicherheitsgründen. Ich werde natürlich jetzt hier dementsprechend die zwei Teile hintereinander weg online stellen, nur dass ihr dann, falls ihr jetzt hier das zweite Teil schaut, schaut auf jeden Fall ersten Teil an. Und wenn mir die Booster weiterhin so gut gefallen wie bis jetzt, werden wir auch mal gucken, dann vielleicht noch ein paar andere Packs aufmachen. Aus Guilty Crown, die Süße, auch ziemlich cooles Artwork. Dann haben wir den Hauptcharakter. Eine Ryoko Matoi aus Killer Kill, sehr cool. Haben auch gern Weiß-Schwarz-Deck-Profile an der Stelle, können wir auch gern anschauen. Dann haben wir ein Bunny Girl aus den Infinite Stratos. Bunny Girls. Und dann klebt die erste Karte hinten dran. Dann haben wir den Holo-Effekt bei der SR. Kagome aus Inuyasha, jawohl. Sehr, sehr cool. Und den kleinen süßen Inuyasha daneben. Und hinten dran hängt eine. Die ist doch auch wieder aus dem Schleim. Das ist doch die aus dem. Oder ist es die aus dem. Nee, ich glaube, die ist aus dem. Umdrehen. Fate Grand Order. Okay. Ja, ich wollte alles anders sagen. Sehr gut. Nice Artwork. So. Und ich muss ganz ehrlich sagen. Bei den Boostern, da muss man sich ja fast schon Zeit lassen, weil man will ja irgendwie auch den ganzen Artworks ein bisschen was. Eine Maki. Apropos, eine Maki Nishikino aus Love Life Ehre erwiesen und auch den nächstfolgenden Karten immer mit den Artworks, den Mädels hier schön zeigen. Und ja, Shinobu aus Demon Slayer. Die Rika aus, Rika hieß sie, glaube ich, bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube, aus, ja, Chunibyo. Dann haben wir die Rin aus Love Life. Oh jawohl, die aus der Kochsendung. Und eine SSR Echidna aus ReZero, jawohl, cool. Auch einen richtig coolen Holo-Effekt jetzt mal ausgenommen von den Schmetterlingen, die drauf sind. Richtig cool, jawohl. Auch wenn die SSR und die SR sich kaum unterscheiden, außer dass sie die gleichen Stamps drauf haben wie die Sign-Karten bei Weiß-Schwarz. Ist schon ordentlich. Jawohl. Bin mal gespannt, ob man da noch eine. Wollte es gerade sagen, ob man die Sailor Moon auch noch bekommt, die auf dem Booster ist. Oder die Emilia, die auf dem Cover drauf ist. Oder auch die Schwester vom anderen. Die Schwester, ja. Die andere Schleim. Eine Sailor Moon. Eine Bunny, das ist hundertprozentig eine Toka, würde ich sagen. Dann haben wir nochmal die aus Your Name. Oh, dann haben wir eine Kirino aus Oreno Imoto. Sehr schönes Artwork. Eine SR. Und noch eine SR. Oh jawohl. Die haben auf jeden Fall die gleiche Haarfarbe. Aber nicht den gleichen Holo-Effekt. Auch richtig cool. Ich versuche das immer extra mit der Spiegelung für euch, dass ihr das seht. Mega nice.
V-Singer. Ich glaube, die war aus Idolmaster. So, dann haben wir wieder eine bekannte. Schöne SR. Wäre auch cool gewesen. Die Hestia. Dann haben wir eine aus Genshin Impact. Da sind auch gar nicht so viele bis jetzt dabei gewesen. Ne? Ist relativ gut durchgemischt. Die kenne ich leider nicht. Dann dies aus Tohu. Jawohl. Die mit der Kamera. Oh, und eine Ruby. Ruby, Ruby. Rose. Sehr cool. Hätte ich jetzt auch nicht erkannt. Zumal ich auch nur eine Folge gesehen habe und mir die Namen noch nicht gemerkt habe. So. Aber jetzt haben wir schon ein paar. Oh, Sylvanas Windrunner aus World of Warcraft. Mit dem coolen Elfen-Artwork, jawohl. Dann haben wir. Die ist doch auch aus Bakemonogatari. Ein Fleet Girl, würde ich sagen. Und noch eine SR mit einem schönen Bubble Tea in der Hand. Nice. Aber ich muss echt immer spicken. Aber es steht immer nichts drauf. Schon echt fies. So. Eine pinke haarige Zundere für euch. Dann, die hatten wir auch schon. Die sagt mir leider auch nichts. Oh jawohl, dann haben wir die. Ist das die andere Nero? Saber. Fate Grand Order 1 Saber Nachfahrer auf jeden Fall. Die haben wir schon. Und wir haben eine SSR. Shanna. Shakuka. No, Shanna. Shanna. Mit roten Haar. Sehr nice Karte. So. Dann haben wir eine Ellie. Oh, das ist die aus Psychopass. Bestimmt. Die aus Dingsy, auch Fate. Dann eine Nozomi. Oh, Nozomi und dann die Weißschnee, jawohl. Und nochmal eine Miku. Mal schon zwei Doppelte. So. Tatsächlich auch genügend Rares, dass wir nicht alles entdoppelt haben. Die auch aus Fate, eine Mikasa, jawohl, sehr cool. In Rare. Mit Shella voll, eine Nico. Oh ja, Und zweimal die. Haben wir auch gehabt. So. Dann haben wir eine Rare. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die kenne ich doch auch wieder nicht. Die hat man schon. Die hat man noch nicht. Haben wir eine Umi, ein dunkles Magiermädchen und nochmal Gridman. Dann legen wir das dunkle Magiermädchen mal unten ran. So. Als nächstes eine Senna.
Noch eine Ellie, sehr schön, haben wir ein Playset. Vielleicht dürfen wir A4 Kopien spielen, man weiß es ja nicht. So, dann die hat man schon. Und die haben wir auch schon. Oh, und wir haben eine SSR. Oh ja, die aus Railgun ist es, ne? Jawohl. Die habe ich auch bei meinem anderen Handyspiel, kann ich euch auch empfehlen. Falls ihr Figuren mögt. Sehr, sehr gut. Oh. Das Booster ging schwer auf. Und das ist wieder eine Hanayo. Und die haben wir auch schon. Die Kotterie. Oh, die haben wir schon. Und noch eine Schild hier. Sehr cool. Oh, der hat sogar so Wirbeldinger. Cool, cool, cool. So, jetzt bin ich gespannt. Brauchen noch eine Emilia. Ramon Rehm haben wir auch noch nicht gesehen. Könnte theoretisch auch drin sein. Vielleicht sind ja auch im anderen Booster. Und wenn Shell hier drin ist, sein sollte, könnte dann. Und ich habe vorhin Overlord gelesen. Bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht kriegen wir auch noch eine Albedo raus. Oder eine Blizzard wäre auch cool zu unserer Tornado. Dann haben wir eine Yoko. Eine Kotori habe ich komplett vergessen zu erwähnen. Die orangehaarige in dem hübschen. Kleidchen, eine Megumin und eine Aqua und eine Kusanagi. So. Kaguya Love is War. Freundin. Die hat man schon. Dann eine Hanayo. Eine Kaguya, Love is War Kaguya. Ein blauhaariges Mädchen in SR. Und eine Freundin von Kaguya. In SR. Jawohl, läuft doch ganz gut. So, ich glaube, vorletztes Pack, jawohl. Eine Ilia. Jawohl, haben wir endlich zwei. Dann müsste Miu vielleicht auch noch drin sein. Dann haben wir die. Hatten wir auch schon. Eine Takagi-san. Sehr schön. Eine Honoka. Ein blondes Mädchen mit Engelsflügeln. Die hatten wir auch schon. Und eine Aqua. Jawohl. Schön. Schön doppelte. Schön doppelte. So. Und im letzten Booster haben wir die aus Genshin Impact, wo ich nicht weiß, wie sie heißt. Ein Kuroyukime, sehr schön, sehr schön. Eine Umi aus Love Life, die aus Garden of the Sinner. Oh, nochmal die Anarchy Stocking und wir haben noch eine Tupi aus Nier Automata. Jawohl. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns nochmal die Rares zuerst an. Boosterbox. So, haben wir alles gesehen. Schauen wir einfach mal durch. Sind schon cool. Die alle durchgeschaut. 1, 2. Ich glaube, die. Ja, Mikasa haben wir tatsächlich nur eine, aber die. Selbst die Ellie haben wir schon dreimal. Ich glaube, die Kotori haben wir mit am häufigsten. Sind dann trotzdem manche Shortprint, man weiß es nicht. Hestia hat man auch nur eine. Sailor Moon. Schon. Von der haben wir auch noch eine. Die hatten wir auch nur einmal, die Shell hier.
Kurumi hat man nur eine. Nishan hat man nur einmal. Mir ist auch aufgefallen, dass ein bisschen so die Seltenheitsverteilung in Boostern speziell sind auch oft die gleichen. Hä? Also hintereinander die gleichen 6 Stück. So schön die Vollkarten nebeneinander reiben. Wunderbar. Gleich mal gucken. Also wir haben jetzt wirklich 5 Karten, 6 Karten pro Booster gehabt. Und wir hatten 30 Booster, das ist ja ordentlich. Da brauche ich ja richtig viele Kartenhüllen. Und ich kann euch ja jetzt an der Stelle sagen, für alle Freunde, die bis jetzt durchgehalten haben, wir werden auf jeden Fall noch ein zweites Display davon aufmachen. Ich schätze mal, das werde ich dann in so 1, 2, 3 Wochen dann ebenfalls online stellen. Und da werde ich mir dann auf jeden Fall auch dazu Zeit lassen. Wie auch bei dem heutigen Video. Erstmal hier die seltenen. So, und jetzt haben wir mal ein paar rausgelegt. Und jetzt zählen wir dann einfach mal die SRs. Und die SSRs vor allem. Also 2, 3. Dann die 4. Dann haben wir eine 5. 6. Jawohl. 6 SSR in einem Display ist schon ganz cool. Jawohl. Schade, dass wir keine hatten, die mich wirklich zufrieden stimmt, außer jetzt die Echidna finde ich ganz cool. Das ist mit die ist mein Favorit jetzt von denen. Die Shanna ist natürlich mega, das geile Artwork und die Madoka auch nicht schlecht. Die anderen drei muss ich ehrlich sagen, mit denen kann ich jetzt nichts anfangen. Shelty hat wirklich das beste Artwork von allen und die Tobi, das mag ihr Mädchen auch nicht schlecht. Ja, ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like, dann einen Daumen nach oben und ja, schreibt mir wie gesagt gerne in die Kommentare, was war euer liebstes Artwork oder auch welches Mädchen habe ich nicht erkannt oder habt ihr euch schon Gottes Story Karten bestellt? Oder sogar schon geöffnet. Ansonsten, wie gesagt, lasst mich ein Like, dann Daumen nach oben. Ich würde mich mega freuen. Macht ein Abo draus. Oder macht doch einfach, was ihr wollt, wie immer. Und freut euch vor allem auch auf den nächstes Mal. Und wir sehen uns im nächsten Video.